Willkommen beim Deutschen Link-Podcast. Zu diesem Podcast gibt es ein Transkript auf der Link-Webseite, mit dem du gleichzeitig hören und lesen kannst, um deine Lernergebnisse zu verbessern. Wenn du dir diesen Podcast auf Apple, Spotify, Google Podcast oder Soundcloud anhörst, lass uns gerne eine Review da, folge uns für neue Folgen und vergiss nicht, der Folge ein Like zu geben, wenn sie dir gefällt. Vielen Dank und viel Spaß! Hallo und willkommen zurück, liebe Link-Zuhörer. Bei unserem heutigen Podcast haben wir einen Gast, den wir schon kennen. Also ich kenne ihn eh schon, ihr kennt ihn auch schon, wenn ihr die letzte Episode geschaut habt. Und zwar ist es noch einmal Bosse Vogt. Hallo. Hallo. Hallo Katja, vielen Dank für diese schwungvolle Ankündigung. Natürlich, gerne. Genau, und zwar haben wir jetzt, schreie ich hier so ins Mikrofon vor lauter Aufregung. Wir haben uns gut unterhalten über Bosses Leben bzw. Beruf des Musical-Darstellers und Schauspielers. Und da das ein interessantes Gespräch war, in das wir uns vertieft haben, haben wir beschlossen, bzw. habe ich beschlossen, als Alleinentscheiderin über diesen Podcast, dass wir noch eine zweite Episode daraus machen. Eine zweite Episode, in der wir über die zweite Tätigkeit, die Bosse aktuell hat, reden. Ja, genau. Dein zweites Leben, Bosse. Was ist dein zweites Leben als DM? Was ist denn überhaupt dein DM oder GM? Interessant, dass du fragst, Katja. Also, ich bin als Dungeon Master, das heißt als Spielleiter für eine aufgezeichnete Dungeons and Dragons Kampagne tätig. Oder nicht nur für eine, sondern für mehrere tatsächlich. Aber laufen alle über das gleiche Ding. So, das heißt... Okay, jetzt musst du ein paar Begriffe erklären, glaube ich. Genau. Das heißt, ich setze mich mit einer Gruppe von Leuten zusammen. Wir spielen gemeinsam ein Fantasy-Tischrollenspiel. Das heißt, wir setzen uns an einen Tisch zusammen und tauchen ein in eine fantastische andere Welt in unserer Imagination. Hat so, ist so ein bisschen was wie Improvisationstheater mit Würfeln. In diesem Spiel gibt es einerseits die Spielenden, das sind alle meine Freundinnen und Freunde, die ich um mich herum an den Tisch versammle, und den oder die SpielleiterInnen. Und als Spielleiter sorge ich dafür, dass eine Situation gestellt wird in diesem Kontext der Fantasy-Welt, in der wir uns befinden. Und dass meine Spielenden darauf reagieren. Das heißt, ich steuere quasi alles andere so. Wenn man sich das so am Beispiel eines Computerspiels überlegt, dann sind meine Spielerinnen haben einen eigenen Charakter erstellt und gehen damit in die Welt von Skyrim los und erleben das. Und ich sorge dafür, dass diese Welt auch da ist, dass die Alpha-Wände rechtzeitig verschwinden und dass man die Städte sehen kann, dass man mit den Leuten reden kann und so weiter. Du baust die Welt, du machst die Kämpfe, du bist gleichzeitig der Böse und der Gott sozusagen. Ja, genau. Das, es klingt, finde ich, immer sehr spannend und sehr nach einer schönen Machtfantasie. Die Rolle des Dungeon Masters oder Spielleiters, sagt man auf Deutsch, ist durchaus auch eine sehr herausfordernde, denn du musst eigentlich immer da sein, außer die Spieler unterhalten sich gerade, also die Charaktere der Spieler unterhalten sich gerade untereinander. Du musst die Regeln kennen, du musst dir eine Welt ausdenken, dir eine Geschichte ausdenken. Du musst spontan darauf reagieren, wenn deine Spieler etwas ganz anderes machen, als du dachtest, dass sie machen. Das passiert nämlich auch oft. Ich habe das immer beschrieben oder beschreibe es immer noch gerne als erwachsene Version vom Rollenspielen als Kinder mit ein paar Regeln, weil Erwachsene sich offenbar sonst schlechter zusammenreißen können als Kinder. Also wie ihr vielleicht da schon raushört, ich spiele auch selber Dungeons and Dragons, beziehungsweise der allgemeine Begriff ist ja das Pen and Paper als DM, was ich momentan auch wieder mal mache.
leitet man eben eine Geschichte, entweder eine, die jemand anderes geschrieben hat oder eine, die man selber schreibt, mit eigener Welt oder mit fremder Welt. So. Aber Bosse, was du noch nicht erwähnt hast, ist, dass ihr ja etwas zusätzliches Besonderes an eurer D&D-Runde habt. Und zwar kann man die gucken, auch wenn man nicht mitspielt. Wo? Wieso? Genau, und die... Wir haben uns dazu entschlossen, nachdem wir ein paar Runden so gespielt haben, hey, lass uns das doch mal online stellen. Lass uns doch mal das aufnehmen und dann im Internet veröffentlichen. war eine super Idee, hat gut geklappt. Und ja, wir nennen uns die W20-Show. W20 wie der Würfel 20, also der 20-seitige Würfel, den man hauptsächlich bei Dungeons & Dragons benutzt. Im Englischen wäre es ja D20. Genau, aber im Deutschen eben mit Würfel. Genau, weil und es Würfel heißt, genau. Tolles Wort auch, Würfel, finde ich. Würfel? Das magst du das? Ja, vom Würfel. Klingt schön, ja. Es ist ein sehr deutsches Wort, finde ich. Findest du? Viele Konsonanten und ein Ü. Das ist ein guter Punkt, ja. Genau, aber wir nennen uns die W20-Show und wir haben haufenweise Kampagnenvideos, die wir bisher veröffentlicht haben. Wir spielen eine Kampagne wirklich hier am Tisch, in der wir wirklich, wie man das von zu Hause dann auch kennt, falls man selber spielt, eben um einen Tisch herum sitzt. Bei uns laufen halt nebenher noch die Kameras und das wird dann hinterher einfach nur vorne und hinten, unser Soundcheck wird abgeschnitten und dann wird das so hochgeladen. Und wir hatten auch schon über die Pandemie dann Online-Runden gestartet. Das heißt, wir haben uns wie Katja und ich jetzt hier in einem Discord-Call oder in einem Zoom-Call zusammengesetzt und darüber miteinander gespielt. Das haben wir auch schon gemacht. Da war auch Katja schon Teil von einem Abenteuer, das wir gespielt haben. Bei einem Kapitel durfte ich mitspielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Genau. Und wir hoffen... Ja. Dass wir mit dem, was wir machen, so ein bisschen den Spaß für die Leute, entweder die nicht genug davon bekommen und sich vielleicht nicht so regelmäßig mit ihrer eigenen Spielrunde treffen können oder vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, selber zu spielen oder sich vielleicht nicht trauen, selber zu spielen, dass wir denen damit so ein bisschen schönes Entertainment wie so eine Serie bieten können. Mhm. Und es kommt ja jeden Freitag um 20 Uhr kommt eine unserer Spielrunden raus auf YouTube. Und nebenher machen wir auch noch haufenweise Erklärvideos und auch kleinere Podcasts über verschiedene Themen und irgendwie Sonder-Special-Videos, in denen wir so ein bisschen Pen and Paper und gerade Dungeons & Dragons erklären und Leuten nahebringen, was das bedeutet, wie man das und das macht, über Regelunklarheiten aufklären und so kleinere Tipps für SpielerInnen und auch SpielleiterInnen einfach mit dazu geben. Wir haben 100 neue Formatideen im Kopf, zu denen wir alle nicht kommen, weil es eben doch nur ein Halbtagsjob sein kann. Für euch alle, ne? Also ihr habt eine Standardbesetzung, ihr habt eine Gruppe von Leuten, die immer mitspielt, die sich auch behind the scenes um Sachen kümmert und klar. Da gibt es, das kennt man, es gibt halt dann doch begrenzte Kapazitäten. Ihr macht das jetzt seit, wie lange? Zwei Jahre? Drei Jahre schon? Wir machen das seit 2019. Ah, also ja. Also es ist jetzt das dritte Jahr. Und wie kam es denn dazu? Es kam dazu, dass ich, also tatsächlich kam... Die ursprüngliche Idee, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von Dominik, der ja auch schon hier als richtig, Gast Dominik im Podcast war. Dominik war zu Gast in unserer ersten Episode. Falls ihr die verpasst habt, dann wisst ihr, von wem wir reden. Genau, Dominik spielt auch in der W20-Runde mit. Genau. Ich habe nämlich nach Leuten gesucht, die das auch interessiert. Ich war völlig Feuer und Flamme für das Thema, hatte aber nicht genug Leute, um eine ordentliche Runde zu spielen. Und dadurch habe ich mal übers Internet geguckt nach Leuten und dann bin ich zufällig auf Dominik gestoßen, der in der Nähe gewohnt hat und gesagt hat, hey, ich hätte Lust, mal eine Runde mit dir zu spielen. Und dann ist er dazugekommen und dann haben wir gespielt und es hat sehr gut funktioniert. Und hinterher hat er quasi gesagt, ey, wir könnten das ja auch aufnehmen. Ich glaube, dass er das war, bin mir gerade nicht mehr 100% sicher. Und dann haben eben die Leute, die da in dem Moment versammelt waren, gesagt, ja, wir machen das. Und dann...
haben wir uns darum gekümmert, dass das klappt. Dann haben wir uns einige Kameras organisiert, dann haben wir uns einen Raum zum Drehen erstmal quasi so unter der Hand für 3 Stunden mal reserviert und haben das da dann gemacht. Und ja, die Resonanz darauf war dann sehr positiv. Mhm. Und dann haben wir einfach weitergespielt, weil für uns hat sich ja bis auf die Nachbearbeitung für das Online, für die Online-Veröffentlichung hatte sich ja nicht viel geändert. Wir spielen immer noch und wir spielen auch immer noch genauso, wie wir es auch privat machen würden. Vielleicht ein bisschen konzentrierter. Okay, ich wollte gerade sagen, es fühlt sich auch nicht groß anders an dann, ja. Also man kann nicht so viel abschweifen in andere Themen und so dieses nebenher über irgendwelche anderen Sachen reden, gerade über privaten Kram und sowas, das machen wir natürlich nicht, weil wir auch nicht wollen, dass das unbedingt dann veröffentlicht wird. Aber dem Spiel tut das eigentlich keinen Abbruch. Dadurch ist man eigentlich nur konzentrierter dabei und erlebt die Geschichte auch noch intensiver. Ihr habt ja mittlerweile auch echt schon eine nennenswerte Fanbasis aufgebaut. Mhm. Ja, eine Gemeinde, eine Community. Warum denkt ihr, dass Leute das gerne gucken? Es ist eigentlich ja eine etwas schräge Idee, dass... Ja, die Vorstellung ist vielleicht erstmal etwas seltsam, dass Leute sich hinsetzen und stundenlang dabei zugucken, wie andere Leute etwas spielen. Ja, aber ich meine, das ist eigentlich das Gleiche wie bei Videospielen. So, da gucken auch Leute stundenlang einzelnen Personen dabei zu, wie sie es dann spielen. Und ich glaube, dass es da genauso ist wie bei uns, ohne dass das jetzt irgendwie zu aufgeblasen oder eigenlobmäßig klingen soll, aber die Kritik oder beziehungsweise das Feedback, das wir bekommen haben, das positive Feedback, das wir bekommen haben, bezog sich hauptsächlich auf unsere Authentizität. Mhm. So, wir sind einfach, nach wie vor glaube ich, dass wir einfach eine sympathische Runde sind, die sich auch den Spielspaß nach wie vor behalten haben. So, und auch nicht, denen es auch nicht zu blöd ist, mal Fehler offen einzugestehen und auch irgendwie eine Regeldiskussion dann mal zur Seite zu legen. Genau, beiseite zu legen und einfach zu sagen, komm, wir spielen jetzt einfach. Wir funktionieren einfach inzwischen echt ganz gut zusammen. Wir haben jetzt gerade die 50. Folge unserer Hauptkampagne abgedreht. Die ist noch nicht online, aber soweit haben wir auf jeden Fall schon gedreht. Je nachdem, wann dieser Podcast online geht, ist sie vielleicht auch schon draußen. Das werden wir sehen. Das kann sehr gut sein. Und und nebenher haben wir noch 2 weitere Kampagnen gespielt, bei denen wir bei der einen auch schon bei über 50 Folgen sind. Und irgendwie bleiben die Leute doch nach wie vor dran und gucken sich das an. Und ich glaube, dass das auch mit damit zusammenhängt, dass die Spaß dran haben, uns zuzugucken. Einfach beim Spielen und miteinander agieren, weil das auch einfach sehr, sehr lustig zugeht teilweise. Und man merkt, dass ihr ehrlich Spaß habt, ja. Ich denke auch, dass das schon ein großer Teil davon ist. Das wäre auch meine Vermutung. Wir sind ja auch alle noch nicht ganz dahinter gestiegen, was diese Faszination von Leuten online zu gucken ausmacht. Aber ich glaube, einigen kann man sich mittlerweile darauf, dass es sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun hat. Leitest du auch lieber oder hat sich das einfach so ergeben? Was ist schön beides am Leiten und was ist schön am Spielen für dich? Also, mein Lieblingsding am Spielen ist, meinen Charakter weiterzuentwickeln und wirklich einen Charakter zu haben, eine Person, auf die ich mich fokussieren kann zum Spiel. Wie eben als Schauspieler oder sowas auch, dass ich eben diese eine Figur habe und die spiele ich. Ich muss mir keine Sorgen machen, irgendwie so auf der Meta-Ebene, auf der Spielebene, was passiert, sondern ich kann wirklich in meinen Charakter abtauchen und ich bin dieser Charakter für die Zeit und ich kann mich darum kümmern. Das genieße ich sehr am Spielen. Es hat sich so ergeben, dass ich am meisten leite und ich glaube, das ist eine Sache, die bei vielen anderen Gruppen auch so läuft. Derjenige, der die Gruppe zusammenbringt und der das Spiel anschleppt, der muss dann auch leiten. Sei es, weil er dieses Regelbuch schon seit 15 Jahren hat und es als einziger schon 5-mal gelesen hat. Das ist bei mir als Leiter definitiv nicht der Grund. Okay. Ich habe immer wieder Spieler am Tisch, die ich dann fragen muss, wie war das nochmal?
Ich liebe es, mir Welten auszudenken. Ich kann auch inzwischen gar keine Fantasy-Bücher mehr lesen, weil ich viel zu viel damit beschäftigt bin, mir selber Dinge auszudenken und viel mehr mich mit meiner eigenen Welt beschäftige, in die ich immer abtauche. Das so, und interessant. Und ich mag es auch so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht blöde, aber ich mag es auch so, diese schiedsrichtende Instanz zu sein vor Ort und auch zu sagen, okay, für diese Aktion werden eure Charaktere auf folgende Weise bestraft und für diese Aktion werden eure Charaktere auf folgende Weise belohnt. So, also zum Beispiel dann einen Schatz irgendwo zu verstecken, den die Leute finden können und wie sie sich dann darüber freuen. Aber auch eben zu merken, wenn die Charaktere vielleicht kurz vorm Ende sind, wenn die alle schon halbtot am Boden liegen und noch so der letzte Schlag fehlt und aus dieser Situation dann gerade noch so rauszukommen, das ist als Spieler oder Spielerin ist das, glaube ich, auch cool, aber so die Spannung und den Stress in den Gesichtern der Leute zu sehen und dann auch die Erleichterung hinterher, das ist einfach, das ist schon was Besonderes, die Leute auf sowas mitnehmen zu können. Ich weiß genau, was du meinst. Ich übrigens nicht wundern, meine Kamera ist gerade aus, weil ich warte, dass sie wieder Strom hat. Aber ich rede jetzt trotzdem kurz. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin auch momentan in einer Phase, in der es mir auch mehr Spaß macht zu leiten tatsächlich, als zu spielen. Weil ich gerade keinen Charakter habe, wo ich sehr interessiert an der Weiterentwicklung bin. Und ja, genau, als Spielleiter kannst du erzählst ja die Geschichte. Also die Charaktere erzählen natürlich auch die Geschichte, dadurch, wie sie handeln und wie sich die Charaktere entwickeln. Denn die besten Geschichten gehen um Charaktere, nicht um Welten. Aber trotzdem legst du ja die Basis. Und wie du sagst, du entscheidest Konsequenzen, du entscheidest die Wendungen, die neuen Plothooks, also die neuen Anlässe zu einer Geschichte und so weiter und so fort. Und ja, das ist irgendwie einfach schön zu sehen, wie das dann ankommt, was man sich ausdenkt, auf jeden Fall. Wunderbar, wir haben einen Einblick bekommen in die Welt des D&D. Bosse, gibt es noch etwas, was du dringend sagen möchtest zu dem Thema? Was so deine, ja, weiß nicht, gibt es noch was? Ich kann es jedem empfehlen. Ich glaube, das kann ich zum Abschluss noch sagen. Das ist, glaube ich, das Beste, weil es ein Spiel für jeden und jede ist. Auch wenn man jetzt erstmal sagt, man hat mit Fantasy nichts am Hut, dann ist das nichts, was einen zwingend davon abhalten muss. Denn dieses Fantasy-Ding ist eigentlich nur ein Umhang, den man über dieses Skelett von Tischrollenspiel, also von Pen and Paper, gelegt hat. Und den kann man beliebig austauschen, wenn man mehr auf Science Fiction steht oder vielleicht mehr auf so Dark Cosmic Horror mit Call of Cthulhu. Cyberpunk. Oder so. Oder Cyberpunk. Oder auch einfach vielleicht ein historisches Setting, so viktorianisches London oder solche Geschichten. Oder auch einfach was in der modernen Welt. Das alles kann man irgendwie machen, aber jeder Mensch hat Fantasien und kommt in der realen Welt nicht unbedingt dazu, sie auszuleben. Mhm. Und das ist die Möglichkeit, das risikofrei und mit viel Spaß, aber auch mit realen Erfahrungen zu tun. Ich finde, es ist auch tatsächlich eine, du erfährst auch sehr viel über dich selber, wenn du dich wirklich in so eine Rolle reinstürzt. Und es ist eine super Gruppenübung. Also das hat durchaus auch pädagogischen Wert. Ich finde, das ist ein sehr schönes Abschlussplädoyer und Credo für D&D. Leute, spielt D&D. Und wenn ihr keine Lust oder keine Gelegenheit habt, im Moment dazu zu spielen, dann schaut euch mal die W20-Show an. Da gibt es, wie Bosse gesagt hat, jede Menge D&D, wo man sich erstmal ansehen kann, ob es einen interessiert. Und es ist alles auf Deutsch. Das heißt, zur Übung ist es auch super. Bosse, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Ich danke dir. Und ihr findet alle Links und alle Socials von Bosse in der Beschreibung, beziehungsweise hier, da es mehr um die W20-Show ging, von der W20-Show. Schaut es euch an
Und ja, damit würde ich ganz kurz das Wort nochmal abgeben, Bosse, an dein Schlusswort. Mein Schlusswort, der Druck ist groß. Ja, ich zunächst einmal vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine große Freude oder wie Dominik es letztes Mal gesagt hat, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wird das jetzt zum Meme? Das wird zum Meme auf diesem Podcast. Ich finde, das ist so ein hervorragender deutscher Ausdruck, den man an dieser Stelle groß bewerben sollte. Sagt man viel zu selten. Und ja, ich hoffe, dass wir uns nochmal auf eine Spielrunde sehen. Ich hoffe, dass ich ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Podcast vielleicht auch mal zu uns verirren und sich ein eigenes Bild davon machen, ob das was für sie ist oder nicht. Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Und da ist die Kamera wieder aus. Ihr Lieben, ich verabschiede mich heute aus dem stillen Dunkeln, weil meine Kamera wieder weiter nicht mitgemacht hat. Beim nächsten Mal ist das wieder anders. Stattdessen dürft ihr gerade noch Bosse zugucken. Fühl dich nicht beobachtet. Wir sehen uns beim nächsten Link-Podcast. Wie immer könnt ihr das Transkript von diesem Podcast auf der Webseite finden, damit ihr mitlesen könnt, wenn ihr zuhört. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder mit einem neuen Gast. Nochmal danke an Bosse und tschüss, bis bald, bis dann. Tschüss, Wiedersehen.